ich das wüsste. Die habe ich doch vor einer Minute schon abgebaut. Hallo? Ey, da kommt alles wieder zurück. Ich hab's gerade abgebaut. Ich war schon fertig. Alles wieder hoch. Mann. Hallo Minecraft, willkommen zu Minecraft City. Hallihallo. Möchten Sie die Einrastfunktion aktivieren? Ja, bitte. Nein. So ein Schrott. Hallo. Ich bin hier noch in meinem alten Häuschen, in meiner alten Werkstatt. Und will die heute so etwas, dementieren. Nein, nicht dementieren. Demontieren, bitte. Demontieren, genau. Und zwar... Hallo? Hallo? Ich hab grad... Ah, jetzt ist die Enderchest weg. Hatte gerade eine Enderchest abgebaut und dann... wollte die aber nicht mitkommen. Ich möchte heute nämlich... mein ME-System voll verlegen. Und zwar ins neue Häuschen. Ich nehme mal alles mit, was hier so rumliegt. So. Und dann gehen wir mal gerade rüber. Ja, durch das nützliche Büchchen. So, hier ist ja unser ME-System. Da die Wand hier, die Carpenter Stores, habe ich nochmal ein bisschen verändert. So, hier haben wir mal noch... Ich habe nämlich auch noch eine 64K ME Storage Cell gemacht. Und da rennt wieder einer durch die Wände. Genau. Also wir haben hier jetzt noch mehr Speicherplatz. Außerdem habe ich hier unten einen kleinen Raum ausgehöhlt. Den will ich jetzt erstmal hier noch auskleiden. Und zwar nehmen wir da die Blöcke vom Schwimmbad. Laboratory-Blöcke. Warum guckt da einer durch die Wand? Mach das sofort wieder zu. Kann ja wohl nicht angehen hier. Was machst du? Och Mensch. Ich muss mir hier noch ein bisschen Licht verlegen. Dein Berg ist löchrig. Hast du das schon bemerkt? Nee, ich hab's gesehen. Wie ein Schweizer Käse. Ich mache auch gleich Schweizer Käse aus dir. Stört hier einfach meine Aufnahme. So, ich habe hier noch ein paar Lichtblöcke. Legt er mir da Marble hin, den ich gar nicht abgebaut habe? Hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Hast du wohl? Habe ich nicht. Hast du? So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Genau, das ME-System war da oben. Kiste. Nein, habe ich jetzt. Mal gedacht, da ist er. Dachte schon, ich hätte meine Luggage irgendwo vergessen. So, da haben wir noch ein Dense Cable. Das legen wir mal hier oben gleich ran. Damit wir da auf jeden Fall mehr Platz haben.
Na, komm her. Hier kommt die Ender Chest hin. So, und dann muss ich hier noch den Importbus dran setzen. Hatte der? Ah ja, genau, der hatte Acceleration Cards. Damit der schnell das Zeug aus der Ender Chest rauszieht und ins ME importiert. So, und dann wollte ich noch Konduitfassaden. Nein, nicht Konduitfassaden. Irgendwo hatte ich auch noch irgendwelche anderen. Welche brauche ich denn da nochmal? Wo habe ich denn die hin? Das sind auch die falschen. Ein Moment. ME-Fassaden, die werden über Cable Anchor gemacht. Ja. Ich erinnere mich. Da war mal was. So. Ach hier, das sind sie. Moment. Einen solchen brauche ich. Und dann brauche ich noch einen von den schwarzen Blöcken. Dann gehen wir nochmal runter. Ich will nämlich heute mein Ender Quarry wieder anstellen. Toll. Wo ist die Kiste jetzt schon wieder hin? Ah, hier, halt, bleib stehen. Ich hab die. Ah, Moment. Ich war ja so klug und hab meine Festplatten mitgenommen, so dass ich hier an alles rankomme. Hallo? Hier so. Iron. Ich lerne, Genau. ich lerne. Zäh, aber stetig. Was? Ich habe kein Quarzknife mehr. Das ist aber doof. Dann muss ich mir doch hier schnell noch mal eins machen. Aber kann ich beide Knives nehmen, oder? Ja. So, und dann Iron. So. Zack, zack, zack. Dann brauchen wir davon welche. Und davon brauchen wir auch welche. So, dann haben wir die Fassaden schon mal. Um hier die ME-Kabel wieder zu verstecken. Funktioniert. Der Importbus trotzdem müsste gehen. Probieren wir mal aus. Ah ja. Gut, funktioniert. Schmeißen wir mal alles einfach da rein. So, dann setzen wir hier mal noch. Oder da? Ne, hier. Setzen wir hier mal noch unseren. Muss ich kurz nachdenken. 1987 war es. Unser Wireless Transmitter zum. Der ist verbunden mit meinem Quarry, Ender Quarry. Und wenn ich den jetzt hier auf anstelle, gibt er ein Signal aus. Und es sollten sich. Es sollte wieder arbeiten. Und wie man hier sieht, Sieht man nichts. doch sieht man, wie der Cobblestone steigt. Oh.
Und somit arbeitet mein Enderquarry wieder. Das ist sehr schön. Was macht die Verarbeitung? Die Verarbeitung ist mir im Moment völlig egal. Oh. Ich wollte mich jetzt heute erstmal darum kümmern, dass ich es wieder anstellen kann, damit ich auf jeden Fall noch mal eine Festplatte dazu bekomme. Das habe ich gemacht. Da muss ich noch mehr machen. Da muss ich aber dann den Inscriber und alles wieder anschließen. Meine Kiste fällt durch die Decke. Und den Crystal Growth Accelerator. Kiste? Die Kiste ist gar nicht da. Die fällt durch die Decke und ist gar nicht neben mir. Oder? Die tut nur so. Hallo? Kiste. Nein, die fällt durch die Decke. Aber ich sehe sie nicht. Ah, jetzt habe ich sie. Nachdem ich die Decke hier aufgerissen habe, ist sie wieder da. So. Weil hier habe ich noch hier Crystal Growth Grow Dinger. Moment. Kann ich das jetzt einfach hier so dran pappen? Ja. Okay, habe ich hier auch Zugriff aufs ME? Das ist auch schon mal ganz toll. Wow. Mal gerade was gucken. Gut. Also, dann gehen wir mal zurück hier. Weil, was brauche ich denn hiervon noch? Ah, doch, das wird ja ins richtige, in die richtige Ender Chest geschickt. Das passt. Aber dann kann ich die Kabel hier schon mal alle abbauen. Wenn es gehen würde. Ich habe heute wieder. Nein, jetzt kommt das Wasser hier runter. Kiste, hast du irgendwas, was ich. Hallo? Hallo, nicht. Ne. Nimm mal ein Marble. Ist ja wurscht, was ich da jetzt nehme. Einfach den Wasserblock da wegmachen. Komm her. Also irgendwie spinnt's bei mir heute. Ich zerlege hier den halben Raum, aber das, was ich abbauen will, geht nicht weg. Machst irgendwas falsch? Nee, irgendwie. Ja, der Server läuft nur 25%, daran könnte es liegen. Irgendwie hängt's bei mir, ja. Aber wieso läuft der nur auf 25? Wenn ich das wüsste. Die habe ich doch vor einer Minute schon abgebaut. Hallo? Ey, da kommt alles wieder zurück. Ich habe es gerade abgebaut. Ich war Da schon kommt fertig. alles wieder hoch. Mann. Irgendwas in der Oberwelt leckt gerade. Vielleicht mein Enderquarry? Das habe ich gerade angemacht. Schalten mal an, aus und dann wieder an. Oder mal nur aus und dann gucken wir mal. Ich gehe mal kurz. Gucken wir mal. Aber ich habe eigentlich. Ja, 30 FPS kriege ich immer hin. Halt. Enderquarry war da. So, jetzt ist mal wieder aus.
Schauen wir mal. Aber jetzt Server habe ich läuft das. natürlich schon alles abgebaut. Ach so, du kannst ja gucken, gell? Ja, das kannst du auch. Server läuft auf 38%. Ja, jetzt läuft auf 38%. Machen wir nochmal an, dein Crawl. Moment. An. 33%. Okay, dann liegt es doch nicht daran. Ein bisschen offenbar, aber oder eventuell, man weiß es nicht. So, ich brauche noch mal von den Covern. Kiste, ich glaube, ich habe dir die gegeben, oder? Ja. So, immer alles schön verstecken. So sieht's, bleibt schön hier. Okay. Gut. Moment, das hier können wir noch anbauen. Ja. Jetzt muss der aber auch wieder da hinten rauskommen, Kiste. Das kann ich da nicht bauen. Und zwar muss ich da. Ich kann mal überlegen, wie ich das baue. Am bescheuertsten. Ich möchte nämlich noch. So, der soll das exporten. Wenn. Falsch. Toll. Alles wieder weggemacht. So, dann so. Manu. Nein, nicht so. So. Ah, wie mache ich das nochmal mit den neuen Lever-Emittoren? Mit was? Ah, ne. Mit den Lever-Emitter. Was für Lever? Level-Emitter meinst du, oder? Ah, Level heißt er. Ja, Ja. richtig. Ich habe den Was doch willst du denn drüben machen? platziert gehabt. Hier muss doch jetzt ein Kabel hin. Ja, und wie kriege ich jetzt den Level-Emitter da auf den Dinger geeicht? Ah, ich muss den oben drin machen, gell? Das muss ein Oder anderes erst Kabel ein sein. Kabel, oder? Ja, mach zuerst das Kabel unten dran weg. Dann mach den Level-Emitter dran. Genau. Ah, und jetzt? Jetzt kannst du unten drunter das Kabel machen und den. Genau. Kriegt er jetzt Signal, obwohl der nicht verbunden ist? Nee. Der Export-Bus bekommt momentan gar nichts, weil Sag ich doch. der braucht ein eigenes Kabel. Ah, jetzt. Genau. Jetzt läuft's. So. So. Jetzt musst du dem Export-Bus noch sagen, was er Ja. exportieren soll. Ja, das kommt jetzt. Wenn ich das in der Tasche hätte. Ey, warum will ich hochlaufen? Hab doch hier extra ein Feld hingemacht. So. Also der hier soll Cobblestone rausschmeißen. Hallo? Achso, da muss ich da unten direkt auf das rote Ding klicken. War früher nicht so. Und zwar so lange Cobblestone. Da fehlt noch irgendeine Karte, gell? Ja. Brauchst du eine Redstone-Karte? Nee. Doch. Der Emitter. Der Exportbus. Ja, aber den habe ich ja noch gar nicht drin.
below limit, wenn es kleiner ist, nein, wenn es höher ist, soll er ausstoßen. Es ist im Prinzip egal. Du musst es nur entgegengesetzt einstellen. Der Exportbus braucht eine Karte, genau, und dann kannst du links einstellen. Ich habe schon. Also sobald über 200.000 Cobblestones sind, geht Signal an. Und dann Always active. Genau, und dann wird der überschüssige Cobblestone rausgefiltert. Nein, wird er nicht. Warum nicht? Weil du den Exportbus noch falsch eingestellt hast. Jetzt aber. Wenn du oben ein Signal machst, dann muss der auch auf das Signal reagieren. Ja, geh weg. Ich mach das Ding hier zu und dann hat sich die Sache erledigt. Hallo? Mach zuerst die Trashcan weg. Dann setz die Fassade. Nein, das geht. Ich muss nur die richtige Fassade in der Hand haben. Das ging doch. Ach nein, mach die Trashcan weg und setz die Fassade hin. Nein, setz das geht. Trashcan wieder hin. hab's doch vorhin bei der Ender Chest auch so gemacht. Vertrau mir doch einfach. Das geht auch so. Edge. Bleib ja von der Seite. Nee, ich hab nur gesagt, es geht. Wie habe ich nicht gesagt? Cheater. So. Gut, das hatten wir auch. Also unser ME-System wächst. In der nächsten Folge werde ich jetzt die Crystal Grow Accelerator Teile da einbauen. Na toll. Bist doch doof, bist doch du. Warum sagst du mir nichts? Was denn? Ich sehe nichts. So. Dann brauche ich nochmal einen Cobblestone. Weißt du, Kiste, was er für ein Problem hat? Meine Kiste hält zu mir. Ja, ja. So, jetzt stimmt's wieder. Ich musste ja nochmal den Cobblestone und die Redstone-Card reinmachen. So. Gut, also die Crystal Crow Acceleratoren will ich nächste Folge dann mal anbauen und ja, nach Möglichkeit auch automatisch. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Mavio. Ciao, Minecraft. Bye.